Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Haunted Legends, der bronzene Reiter. Ja, ich hatte mal wieder Lust, ein Wimmelbildspiel zu spielen. Ist ja schon ein bisschen länger her, seitdem wir ein Wimmelbildspiel gespielt haben. Und dieses Let's Play, also was heißt dieses Let's Play, dieses Spiel, haben wir schon mal gespielt. Warte mal kurz, ich schiebe das mal kurz hier hoch, dann müsst ihr das Bild anhalten. Genau. Wir haben dieses Spiel schon mal gespielt. So, genau, jetzt gut eingestellt. So, ich nehme dich auch mit OBS auf. Ist jetzt auch mal wieder. Ich habe Erayu nehme ich jetzt mit OBS auf und dieses Spiel nehme ich jetzt auch mit OBS auf. Ich finde es einfach ein bisschen bequemer und jetzt möchte ich auch mal probieren. Oder ich mache jetzt so, dass die Spiele, die sich gut mit OBS aufnehmen, dass ich die dann so aufnehme. Gothic lässt sich nicht mit OBS aufnehmen und Vienna World nehme ich auch nochmal mit Fraps und so auf. Okay. So, aber ich war wo ganz anders und zwar bei Haunted Legends. Haunted Legends, der bronzene Reiter, haben wir schon mal gespielt. Aber dann habe ich ja eine Let's Play Pause gemacht. Ich glaube, die ging 2-3 Wochen lang so. Und habe dann ja wieder angefangen. Ich glaube, das ist schon 2 Jahre her. Und habe dann wieder angefangen und habe dann dieses Projekt, also Haunted Legends, abgebrochen. Dann einfach nicht weitergespielt, weil ich dann da gerade darauf nicht so viel Lust hatte. Dann habe ich halt ein paar neue Projekte angefangen, damit ich halt wieder Spaß bekomme und wieder Let's Plays machen. Hat ja dann auch wieder lang gehalten, ne? Also es ist ja jetzt immer noch seit dieser 2-3 Monaten Pause, ich weiß nicht, wie lang die ist, kommen wir wieder sehr regelmäßig Let's Plays. So. Und der Schluck quietscht. Genau, also das haben wir schon mal ein bisschen gespielt. Ich werde auch die alten Folgen, werde ich natürlich noch öffentlich lassen, aber ich denke mal, dass ich die noch kennzeichnen werde, dass das halt, das halt davor abgebrochen wurde und dann halt nochmal neu angefangen wurde. Genau. Okay. Also ich würde sagen, ich rede jetzt nicht mehr allzu lange, sondern mache hier nochmal kurz ein neues Spielprofil. Das war jetzt nur mal zum Testen. Möchte ich. So, A1. Genau. Okay. Ich fand das Wimmelbildspiel-Let's Play, oder ich meine jetzt das Spiel, fand ich damals richtig cool. Mir ist das sehr gut gefallen. Und darum würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach gleich mal mit einem neuen Spiel an und ich freue mich drauf. Let's go! Genau, wähle deinen Spielmodus aus, Normalmodus oder Expertenmodus. Lösen und Hinweise werden schneller aufgeladen, interaktive Bereiche glitzern. Expertenmodus, Lösen und Hinweise werden nicht drauf. Ja, machen wir einfach wieder normalen Modus. Machen wir einfach immer und ich will da auch nicht dann allzu lange immer rumsuchen. Das wird ja auch dann langweilig für euch. Darum machen wir den normalen Modus. Okay, auf geht's! And on that day, when the waters fall from the sky and the land becomes sea, the bronze horseman will ride and bring judgment on us all. Good evening, Detective. I am grateful that you were able to come to our aid on such short notice. Please, forgive the mess you find our humble town in. For the past 3 days we've been beset by torrential rains and flooding. It was very sudden and has caused much destruction, I'm afraid. So, hier, der redet zwar Englisch, aber unten ist eine Deutsch übersetzt und ich denke mal, ihr werdet das schon ein bisschen verstehen, was er sagt, wenn ihr es zum Beispiel auf dem Handy seht und das Video guckt und dann ist es hier unten nicht ganz leserlich, dann denke ich mal schon, dass ihr dem mächtig seid und versteht, was er hier sagt. Okay, darum lese ich das nicht nochmal extra für euch vor, würde ich sagen. So, sonst dauert es auch zu lange. Okay, klicke zum Fortfahren. To make matters worse, many of the locals have begun disappearing since the rains began. There is talk in the streets of a legend that when the heavens open and the rivers burst, the bronze horseman will ride again, bringing judgment upon the wicked. Now our citizens are afraid to leave their homes and have begun buying up these absurd crystals from a traveling merchant. They are said to resist evil. But the heart of the matter, what pains me most, is that my son Michael has gone missing. Please, do whatever you must to return my son to me.
Okay, ein Tagebucheintrag. Möchtest du interaktive Hilfe erhalten? Ich würde sagen, komm, sagen wir mal nein, oder? Wir haben dieses Let's Play, dieses Spiel schon mal gespielt, vor 2 Jahren etwa. Also würde ich sagen, ich denke mal, wir werden den Anfang noch ein bisschen kennen, also würde ich sagen einfach nope. Okay, gut, wir haben Tagebucheintrag. Stuhl quietscht, alles perfekt. Okay, das ist der Bürgermeister und Michael. Dies ist eine schwierige Zeit für den Bürgermeister. Nicht nur wurde die Stadt von der Flut dezimiert, aber die Bürger verschwinden ebenfalls, sogar sein Sohn Mike. Hoffentlich versteckt sich der Junge irgendwo und ich kann ihn schnell finden. Dum, 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 dum. Dass ich auch wieder mit OBS aufnehmen, ist auch gut, weil hier, guck mal, links und rechts, hier links, rechts, ne? Das sind jetzt auch wieder so kleine Bildchen, damit da keine schwarzen Ränder ist. Das finde ich immer ganz cool. Oder habe ich bis jetzt erst einmal gemacht, hier bei Erayu und jetzt hier, also zweites Mal ist hier. Und das finde ich ganz cool. Und wenn dann hier halt links, rechts schwarze Ränder bei der Aufnahme sind, dann werde ich da immer ein paar Bildchen hinmachen. So, ist ja schön als schwarze Ränder. Gut, so, wir wollen jetzt aber wimmeln. Habe jetzt schon, wie 6 Minuten 34 geht es jetzt. Das Coole ist auch bei OBS, ich muss mir keine Stoppuhr mehr stellen. Das steht hier unten alles. So. Gut gemacht. Schraubenschlüssel haben wir gefunden. Was ist das denn? Eine Notiz ist noch dahinter. Ein seltsamer Besucher, der ein Paket dagelassen hat. Wer kann das sein? Bürgermeister Barrow. Ein sehr seltsamer Besucher wollte heute einen Besuch abstatten. Er bat um ein Gespräch unter 4 Augen und hinterließ ein Paket. Ich hoffe, mein Neugier möge mir verzeihen werden, aber ich öffnete das Paket und fand darin einen der Kristalle, von dem man glaubt, dass sie das Böse abhalten. Allerdings befürchte ich, ihn nicht selbst vorbeibringen zu können, da ich mich in letzter Zeit sehr schläfrig und schwach fühle. Ich habe den Kristall in der Halle abgelegt. Henry Kammerger. Notiz können wir nicht mitnehmen, okay, aber Tagebucheintrag haben wir 9. So. Was für ein seltsamer Kristall. Im Inneren kann ich ein schreckliches Bild erkennen. Ein verzerrtes Gesicht. Wie schade, dass ich diesen Kammerger nicht kennenlernen konnte. Ich wollte mehr über diesen seltsamen Besucher erfahren. Ich erinnere mich, hier genau, hier kann man die Kristalle nochmal angucken, die man einsammelt. Oh gut. Dann gucken wir mal weiter. Ein Schuh. Ein Schlüssel. Tresorschlüssel. So. Buntglasstück. Dieses Projekt wird jetzt auch erstmal unregelmäßig kommen. Kommt wahrscheinlich auf den Lucky Luke Slot, weil der ist ja dann fertig, weil das Projekt ist ja schon fertig aufgenommen. Ich glaube, ja, hier am Sonntag kommt dann eine neue Folge. Ich weiß bloß nicht, wann da ist. Der Sonntag, ich weiß nicht. So. Was haben wir hier noch? Was ist da, das dort hinter dem Gemälde? Buntglasstück noch. 3 leere Schlüssellöcher. Warte mal. Tresorschlüssel. Ich habe noch nicht alle Teile dieses Werkzeugs gefunden. Das ist, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Guck mal hier. Das kann man so schwer vorlesen, weil, ich mache das Mikrofon mal kurz anders. Weil das immer so komisch geschrieben ist. Also so nah aneinander sind die Sätze, die Wörter. Das Buntglasfenster ist scheinbar unvollständig. Gut. Dann packen wir da mal alles rein und können dann weitergehen. So. Hallo, was tust du hier? Wen spielen wir eigentlich? Ich kann aufs Tagebuch nicht klicken, warum? Ja, muss man wahrscheinlich hier machen. Pass auf! Nein! Lass sie in Ruhe! Was soll das denn? Das arme Mädchen, ich muss sie auf der Stelle helfen. Spielen wir einen Mann oder eine Frau? Detective, hat er gesagt. Also wahrscheinlich ein Mann. Das Monster hat sie so stark geschubst, dass sie ihre Haube verloren hat. Die Tür ist festgeschraubt. Aha. Anscheinend fehlt hier ein Stück. Okay. Okay, da kommen wir nur hier hin. Neuer Tagebucheintrag. Das arme Mädchen, ich muss dieses Tor öffnen. Sie konnte nicht wissen, dass der Gnom sie durch das Tor werfen würde. Oder Mond. Hey, sieht wie eine Kinderjacke aus.
Boah, der Kerl hat Nerven, da ist er ja. Wundervoll von Garibaldi restauriert. Danke. Dank an unseren Bürgermeister Barrow ob seinen großzügigen Spenden für die Reparatur. Interessant. So. Warte. So. Es stellte sich heraus, dass die Statue des bronzenen Reiters von Meister Garibaldi restauriert wurde. Es wäre schön, mit ihm zu sprechen. Vielleicht kann er erklären, warum die Anwohner solche Angst vor dem Monument haben. Was haben wir hier noch alles? Das ist Mikes Jacke. Wie hat dieser fiese Unhold sie sich unter den Nagel gerissen? Ich weiß nicht, anscheinend nimmt Mike diese Ermittlung sehr ernst. Heute ist der zweite Tag meiner Ermittlung zu dem kleinen seltsamen Mann, der unsere Stadt besucht. Er geht mit diesen seltsam leuchtenden Kristallen hausieren und fast alle außer mir. Achso, und fast alle außer mir stehen sie. Er führt etwas im Schild. Ich habe ein Auge auf ihn. 9 Tagebucheintrag. Hier ist noch eine Feder. Anscheinend wollte Mike diesen Vorfällen selbst auf den Grund gehen und begann den Gnom zu überwachen. Natürlich könnten seine Informationen nützlich sein, aber mir wäre es lieber, wenn er zu Hause in Sicherheit wäre. Ah. Bitte mal kurz. Ich ändere mal kurz hier mal kurz. Kurz. Was in der Aufnahme? Nicht in der Aufnahme, sondern hier bei OBS. So, genau. Okay. Ende ich jetzt wieder auf. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Gut. So. Weiter geht's. Vielleicht kann ich eine provisorische Brücke über diesen über diese Steine schlagen. Was da hinten? Schutt von der Flut blockiert den Weg. Bevor ich mich darum kümmere, sollte ich mich weiter umsehen. Ein imposantes Monument, der sagenumwobene bronzene Reiter. Können wir nicht hochklettern? Wie schade, ich muss mir dies irgendwie genauer ansehen. Okay. Schraubenschlüssel. Geht's nicht hier? Sie sitzen fest, um sie mit der Hand herauszudrehen. Ja, dann mach doch. Hallo? Ah. So. Was haben wir hier? Noch ein Tresorschlüssel und hier ein Hebel. Hier fehlt eine Feder, oder? Ja. So. Guck mal, da ist sie ja. Und noch so ein Kristall. Aber den können wir anscheinend. Wir müssen wahrscheinlich wieder erst mit ihr reden. Gut. Were you able to drive that little demon away? Really? Thank you. I was afraid he would drag me away too. I feared that the little monster is responsible for Michael's disappearance. No one has heard anything from Michael in 3 days. I'm so worried, Detective. Do you think you'll find him? I can't bear to think what will happen to him if the demon found him. Before you go, Michael asked me to hold on to this just before he disappeared. Since you're looking for him, I think you should have it. I was going to give it to his father, but then the demon appeared. Thanks again for saving me, Detective. Kein Problem. Noch ein Tresorschlüssel, cool. Guck mal, da ist ein Wimmelbild, aber jetzt möchte ich erst mit dem Kristall hier. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich diesen Stein herausstemmen. So, auf geht's ins Wimmelabenteuer. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, oder? Das Doof ist natürlich jetzt, ich nehme es mit OBS auf, das heißt, ich habe das Ding im Fenstermodus, spiele ich das nicht mehr im Vollbild, also sind die Sachen noch kleiner. Kann ich dann noch schlechter sehen. Was haben wir denn hier? Clou. Alle Scherben sind hier, aber wie kann ich sie zusammenfügen? Vielleicht damit? So. Genau. So. Die Vase. Was brauchen wir denn alles? Brauchen wir ein Streichholz? Nope, anscheinend nicht. So, das brauchen wir noch. Den Ring. Da ist die Ehre. Hier machen wir den Busch mal weg. So. Wir brauchen noch eine Ente. Das ist eine Maus. Angesägter Käse. Angenagter.
So, Tresorgriff müsste irgendwo rumliegen. Das ist dieser hier. Bügeleisen ist das der hinten. Bürste. Bürste, 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 Bürste. Warte, wir machen das mal wieder zurück. Oder brauchen wir noch irgendwas? Sonne, Pfeil, Ente. Ente, Ente, Ente. Ein Pferd ist da. Seil. Also was brauchen wir? Pfeil. Ein Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Ach, ein Pfeil. Ich habe jetzt nach einem Bogenpfeil gedacht. Gesucht. Sonne, habe ich doch auch irgendwo schon gesehen, hier oben. Hallo? Da. Genau, Bürste. Hast du da nicht in der Hand? Da ist die Bürste. Ente. Maske ist hier. Ente ist wahrscheinlich irgendwo aufgemalt, oder? Oder ich überlege mir, vielleicht kommt die Folge doch heute schon, oder? Mal gucken. Nee, es ist jetzt gleich 6 Uhr. Ja, 6 Uhr. Und ich weiß nicht, ob ich die Folge dann so spät raushaue, so um 7 oder 8. Oder vielleicht auch um. Nee. Also, wenn ich es noch schaffe, dann würde ich die so um 7 oder 8 raushauen. Aber sonst finde ich das immer zu spät, wenn die so ganz spät. Zu. Ja, doof, wenn die so ganz spät kommen. So, wir suchen aber immer noch die Ente. Und ah, Teekessel ist doch hier. Ente, 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 Ente. So, warte mal, ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen näher am Bildschirm ran. So, haben wir sie. Gut. Tresorgriff haben wir gefunden. Na, da können wir wahrscheinlich noch nichts machen. So, ich weiß nicht, was die zwei Augen da haben, zu bedeuten haben. So, wir gehen jetzt mal nach hinten. Hier. Hauen die drei Schlüssel rein. Den Tresorgriff auch. So, und machen wir mal. Immer noch zugeschlossen, was? Achso. Dann drehen wir erstmal hier bei den Schlüsseln. Und jetzt aber. So, was haben wir denn hier alles? Ein Meißel. Das interessiert uns nicht. Mike ist dem Gnom hinterhergejagt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn du meinen Brief liest, dann bewahrheitet sich mein Gefühl über das Geheimnis dieses kleinen Dämons. Hier in der Stadt befindet sich ein alter Turm, in dem er sich wohl versteckt hält. Viel Erfolg, Bürgermeister. PS, der kleine Gnom, kann oftmals an Monumenten des Ritters angetroffen werden. Vielleicht kannst du ihn dort in einen Hinterhalt locken. Mike Barrow. Ist das nicht der Sohn? Lieber Bürgermeister? Nee, Bürgermeister. Das bedeutet, dass Mike wusste, dass der Dämon ihn vielleicht entführen würde. Mit Lisas Hilfe versuchte er, alles zu übermitteln, was er erfahren hatte. Es ist sehr traurig, dass dieser so verängstigt ist. In diesem Zustand kann sie mir nicht viel berichten. Ach, neues Wimmelspiel. Okay. Gehen wir zurück. So, ach so, okay, das ist ein Fenster. Ich hab mir gedacht, wo liegt denn das ganze Zeug hier rum? So, fangen wir an. Briefumschlag. Dö. Eine Spule. Spule, da war gerade irgendwas. Brauchen wir einen Krebs? Ja. Was brauchen wir hier? Afrika. So. Lineal haben wir hier. Dim, 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 dim. Spule, Spule, Spule. Kleeblatt. Ein Kleeblatt. Ein Kleeblatt. Entenküken. Mosaikstück. Komm aus dem Ei vielleicht, ne? Genau. Noch ein Mosaikstück. Ja, Mosaikstück kann eigentlich vieles sein, ne? Mosaik. Dö. Haken. Ein Haken. Das ist der Haken. Nee, ist die Haarnadel. Gut. Dö. Eine Spule. Und ein Schiff. Schiff. Flachmann ist auch übel. Bei jedem Wimmelspiel ist sicher ein Flachmann dabei. Oder ein Wagenheber. Oder ein Klarschneider. Also der Schädel ist doch nicht hier.
So, was brauchen wir jetzt? Frauen, Schiff. Schiff habe ich doch gesehen. Habe ich ein Schiff nicht gesehen? Habe ich doch ganz hier gesehen. Was denn hier? Ah, da haben wir das Mosaikstück. Das Schiff habe ich sicher gesehen. Frage ist natürlich bloß wo. So, eine Spule. Spule. Was für eine Spule? Eine Magnetspule? Oder nicht? Das ist Kleeblatt. Also das Schiff fehlt uns jetzt noch, der Schädel. Geht das Ding wirklich nicht? Nein, anscheinend nicht. Da ist das Schiff. Wusste ich doch, dass ich das Ding schon gesehen habe. Also, jetzt fehlt uns bloß noch der Schädel, Haken und Spule. Haken. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal ganz kurz näher am Bildschirm ran. Das ist der Haken, oder? Genau. Das ist der Schädel. Jetzt fehlt uns bloß noch die Spule. Was ist denn? Spule. Wo bist du? Spule. Alter. Ich weiß nicht, wo die Spule sein könnte. Spule. Nein, das ist es auch nicht. Hä? Ich will auch keinen Tipp verwenden, das ist natürlich ganz klar. Boah. Wo ist denn die dumme Spule? Blitzt die auch irgendwas? Nee, ne? Hier ist gar nichts. So, wenn es jetzt noch weiter so geht, dann wird diese Folge heute doch wohl nicht rauskommen. Hinweis will ich nicht benutzen. Wo ist die Spule? Passiert eigentlich, wenn ich hier öfters drücke? Oh ja. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo die Spule sein sollte. Ich sehe die überhaupt nicht. Eine Spule. Oh Mann. Spule. SPUle. Ich finde die Spule nicht. Das war keine Spule. Das war vom Faden die Spule, aber da war kein Faden mehr dran. Ich habe die ganze Zeit um was gesucht, was um eine Spule halt gewickelt ist. Okay, Musikstück haben wir gefunden. Super. Für 1 von 4. Na super. Gut, da werden wir noch was zu suchen haben. Ich würde sagen, wir haben Meißel. Kann man damit das da vielleicht aufmachen? Ich weiß nicht, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, dass dieses neue, in Klammern, Anführungszeichen, neue, Let's Play gefällt euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich einfach in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.